Servus und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Fae Farm Part. Ja, es geht tatsächlich noch weiter. Was ich im letzten Part gesagt habe, stimmt nicht wirklich. Es geht noch weiter. Und zwar bin ich drauf gekommen, dass das nur ein Teil von drei ist, ja, wo wir jetzt weiterspielen können bei dem neuen DLC, also auf den Luftinseln. Da war ja nur diese Mitte von der Karte und dann gibt es links und rechts trotzdem noch weitere Sachen. Und ich, das war die gute Nachricht. Das wollte ich euch sagen. Es gibt aber leider auch eine schlechte Nachricht. Und zwar habe ich tatsächlich zwei Parts schon aufgenommen, weiter, also Part 4 und Part 5. Das ist zwar jetzt auch Part 4, das merkt ihr jetzt. Ich habe da einen sehr groben Fehler gemacht. Die Hitze ist mir zu Kopf gestiegen. Es ist gerade mega heiß hier. Und ich habe vergessen, mein Mikro bei den Parts einzumachen und habe die Parts aufgenommen, ohne dass man meine Stimme hört. Und deswegen werde ich euch jetzt erzählen, was da passiert ist und werde euch auch ein paar Bilder dazu einblenden. Wundert euch nicht, da bin ich in der Ecke und ihr hört mich nicht, aber ihr hört die Stimme jetzt. Es ist voll weird, aber wir müssen jetzt damit klarkommen. Es tut mir auf jeden Fall leid. Also, was ist passiert? Ich habe mit der Blumenzucht weitergemacht, so wie wir es auch in den letzten Parts schon gemacht haben und habe sie tatsächlich auch abgeschlossen. Also, ich habe alle Blumen jetzt final dort stehen. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich habe einfach darauf gewartet, bis die anderen Blumen entstehen und das ging ziemlich schnell. Voll cool. Und dann ist auch noch was passiert. Ich habe einen Brief bekommen, dass ich nochmal neue Ranken setzen soll. Und zwar diesmal beim Feenacker, also bei einem Feenbauernhof. Die habe ich gepflanzt und das war auch der erste Part. Also da ist nicht viel mehr passiert. Also ich habe sie gepflanzt und gegossen und Blumenzucht gemacht. Und dann in den anderen Part, den ich auch noch aufgenommen habe, ist die Rankenpflanze dann auch gewachsen. Und dann habe ich auch noch die Siegel platziert. Und ich habe auch einen Trank für diese Rätselportale erstellt, weil in diese Rätselportale auf der Seite kommt man nur, wenn man einen Trank hat. Beziehungsweise man kommt rein, aber man braucht einen Trank, um alles zu sehen. Und diese Rätsel sind auch echt knifflig. Also ich hatte da echt Struggle, das erste Rätsel auch zu lösen. Und ja, das war alles, was passiert ist. Mehr ist wirklich nicht passiert. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, sind eben weitere Sterne zu sammeln für Gusto, damit der dort auch seine Kraft anwenden kann, denn das kann er gerade nicht. Irgendwie funktioniert das nicht und das müssen wir jetzt machen. Also wir müssen Rätsel lösen. Ihr werdet mich heute richtig strugglen sehen und das war alles, was in den letzten zwei Parts, die ich ja aufgenommen habe, aber jetzt nicht hochladen kann, passiert ist und ihr seid wieder am neuesten Stand. Ich zeige euch jetzt die neuen Luftinseln und wir gehen jetzt rein. Hier befindet sich jetzt die Ranke. Wir haben ja in den letzten Parts tatsächlich auch schon diesen Platz hier entdeckt. Der ist tatsächlich für was gut und zwar für die Ranke. Und ich zeige euch jetzt, wie die Insel da oben aussieht. Wir müssen sowieso hin. Links standen schon meine Quests. Wir sollen 6 neue Sterne sammeln und zwar in der neuen Farbe auch. Ja, das ist gar nicht so leicht. Hier ist auch Kestrel jetzt am Start. Und genau, die neuen Luftinseln sehen auch ein bisschen anders aus. Auch irgendwie wie so das Feenland ein bisschen. Und ich gucke mal, ob ich den Aussichtsturm erwische, damit ich das euch zeigen kann. Wartet mal, der ist nicht hier. Jetzt kenne ich mich selber nicht mehr aus hier. Das ist für mich auch noch neu. Genau, da vorne ist der. Rauf auf den Turm und genießt den Ausblick, Leute. Es ist wirklich wunderschön. Herrlich, oder? Da sieht man auch gleich die Portale. Wir haben da hinten auch Gusto stehen mit dem Fragezeichen. Der braucht eben diese 9 Sterne. Sammel in den Sternengewölben 6 seltene gefallene Sterne und bring sie zu Gusto. Das ist keine leichte Aufgabe. Also wie gesagt, wir brauchen dafür auch einen Trank. Das ist der hier. Habe ich noch einen? Ich habe keinen mehr. Oh je, Mine. Okay. Ich habe keinen dieser Tränke mehr. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe einen von den Sternen schon gesammelt. Seltener gefallener Stern. Warum das wieder hier links nicht registriert wird, dass ich einen gesammelt habe, weiß ich nicht. Sehr komisch. Aber wird schon irgendwie hinhauen. So, wir brauchen für den Trank besondere Zutaten. Und zwar brauchen wir, ich weiß nicht, ob wir Nachtbeeren brauchen, aber ich nehme mal welche mit. Wir müssen die auch anpflanzen. Also ganz leicht ist es nicht. Es ist jetzt auch schon 11 Uhr. Ich sollte eigentlich ins Bett gehen, aber da komme ich jetzt nicht mehr rechtzeitig hin. Ich habe ja auch Siegel platziert. Das heißt, wir können jetzt auch easy hier rumreisen. Wir werden gleich zu Hause aufwachen, aber das ist nicht schlimm. Weil ich komme. Obwohl, ich könnte es eigentlich noch schaffen. Wenn wir zurückreisen.
Genau, also hier seht ihr mal die Karte. Da haben wir Windhafen und das ist Sternlichtinseln. Und tatsächlich fallen da auch in der Nacht Sternschnuppen vom Himmel. Das ist so schön. Also das haben die richtig toll gemacht, finde ich. Richtig, richtig schön gelungen. So, dann gehen wir zu den treibenden Ruinen. Nee, nicht zu den treibenden Ruinen, zu Dodos Nest. Und ab ins Bettchen. Da wachsen auch schon die neuen Sachen. Oder? Wartet mal. Nee, ich kann jetzt wieder neu pflanzen. Nee, ich habe nichts Neues. Wir müssen gleich mal gucken, was wir brauchen für die Tränke. Ich bin da auch gerade ein bisschen raus. Der letzte Aufnahmetag lag ein bisschen zurück. So, ich bin ja gerade auch am Vorproduzieren für die Gamescom. Ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon auf der Gamescom? Ist das so? Ja. Ah, nee, da ist Montag. Nee, Sonntag. Nee, die Woche ist dann, oder? Wartet mal. Nee. Wartet, das interessiert mich jetzt selber auch. Wenn ihr diesen Part seht, dann ist Montag, genau. Das heißt, da ist bald Gamescom. Morgen. Ab morgen fliege ich dann auf die Gamescom. So. Ich lebe in der Vergangenheit. So. Überprüfung abgeschlossen. Wir haben nichts verdient, aber das ist nicht schlimm. Wir brauchen gerade gar kein Geld. So, wir brauchen für den Trank. Ja, ich habe hier gepflanzt. Doch, doch. Ich habe das doch richtig in Erinnerung. So, die sind schon wieder ready. Sehr gut. Obwohl ich die gar nicht brauche, glaube ich, für den Trank. Ich brauche die anderen zwei Pflanzen. Das ist ein bisschen nervig, dass ich die jetzt da noch wachsen lassen muss. Aber wir kriegen das schon hin. So. Ach, da machen wir gleich mal wieder neue raus. Weil sonst müssen wir die wieder kaufen. So. Hier. Genau. Machen wir drei neue draus. Da auch. Das eine hebe ich noch auf. Ich muss mal kurz gucken, was ich dafür brauche zum Tränkebrauen. Also wir brauchen... Wo ist er? Nein, nicht den Blasentrank. Den auch nicht. Den auch nicht. Glitzerspurtrank auch nicht. Regenbogen, nein. Wo ist der denn? Hier der? Nee, wir bestimmen. Den auch nicht. Hä? Mana-Kraft? Nee. Hä? Blitzetrank? Wo ist denn der, den wir brauchen? Atemtrank? Hier. Brauchen wir den? Oh, jetzt weiß ich selber nicht mehr. Nein! Nein! Ich hab's vergessen. Ich brauche den Klarsichtstrank irgendwie. Lebenskraft? Mana-Kraft? Irgendeinen Klarsichtstrank brauche ich. Ihr schreit wahrscheinlich die ganze Zeit schon, da ist er doch. Hier, Trank der klaren Sicht. Da ist er doch. Ha, ich wusste es. Okay, also hier kann ich zwei herstellen. Das mache ich gleich mal. Und da kann ich auch noch einen herstellen. Cool, dann ist es gar nicht so schlimm. Und da habe ich noch fünf. Dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass ich die Zutaten noch nicht habe, wenn ich hier eh Sachen herstellen kann. Aber die kleinen Tränke gehen super schnell weg. Also, das ist insane. Also, wir haben ein paar Sekunden Zeit gefüllt und dann ist der Trank schon wieder, hat der Trank schon wieder die Wirkung verloren. Und das ist natürlich echt ein bisschen nervig. Aber deswegen brauchen wir viel, müssen viel herstellen. Und dann können wir eben die Sterne sammeln. Das Rätseln ist ziemlich witzig, finde ich. Also, es ist echt verwirrend. Teilweise gar nicht klar ersichtlich, was man machen soll. Ich habe sogar in den einen Part, den ich nicht hochladen konnte, ein Rätsel gar nicht geschafft. Das ist wirklich lustig. Wo gehe ich jetzt eigentlich gerade hin? Da hoch. Aber ist okay. Da brauche ich ja auch was. Ich hole mir nochmal Samen wie ist der nochmal? Uff, ich weiß seinen Namen schon wieder nicht. Hui! So witzig, wie man hier rumfliegen kann. Die Samen von... Irgendwas mit H, oder? Harold? Nee. Ich guck nach. Er hier. Finn. Wow. Nicht mal annähernd. Oh, wir sind Bekannte. Sehr cool. Okay, ich nehme hier nochmal was mit. Oh, ich kann nur eins kaufen. Ach, blöd. Dämmerungsthymian brauche ich dafür. Das ist ja ganz doof.
Das ist ja richtig doof. Naja, ist nicht schlimm. Wir werden uns jetzt das erste Rätsel vornehmen. Drüben auf den Sternlichtinseln. Oh, ich liebe die Sternlichtinseln, die sind so schön. Vor allem in der Nacht, wenn die Sterne runterfallen, ist es so, so schön gemacht. So, dann müssen wir kurz gucken. Da ist auch schon ein Portal offen. Hallo, Griff. Wusstest du, dass Gusto das Wetter kontrollieren kann? Ja, das hat er mir erzählt. Erstes Rätsel. Also ihr werdet gleich sehen, den Klarsichtstrank brauche ich, um klar zu sehen natürlich. Genau. Hier haben wir eine Funktion. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was die Dinger da machen. Hä? Dass ich runtergleiten kann? I don't know. Okay, wir gucken uns mal das Level an. Wo ist der Stern? Ich sehe ihn nicht, aber da unten ist ein Tohuwabohu. Alles klar. Ich werde mal einen Trank trinken, um das hier alles abzusuchen. So, einer reicht. Okay, hier sehe ich aber gar nichts. Nee. Okay, ich gehe mal runter. Okay, hier sehe ich was. Einmal die Belohnungen hier. Oh. Was war denn das? Ich habe aushauen können. Ah, hier komme ich wieder hoch. Obwohl, wartet mal, jetzt kann ich das hier üben. Ich komme nämlich nicht höher. Oh nein. Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh. Alles klar. Okay, man kann hier wieder neu starten. Oh. Das war jetzt ein Fail. Einfach runtergefallen. So, okay. Da können wir auch runter. Ich denke, ich werde Stufe für Stufe gehen. Okay, ich muss mich einfach hoch... Oh, hochgleiten lassen. Wartet, aber das hat mich jetzt nicht weiter hochgleiten lassen. Komisch. Ist das verbuggt? So, du wirst jetzt mal hier verkloppt. Maulwurfspringer. Neuer Eintrag, den kannte ich noch nicht. Aber wo ist denn, bitteschön, der Stern? Und wieso komme ich nicht hoch, wenn ich hier das anklicke? Ja, ich muss einfach B drücken. Ah, nee. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Die Rätsel sind echt schwierig. Nochmal so einen Trank trinken. Vielleicht sehe ich hier was, was ich vorher nicht gesehen habe. Nee. Okay. Ich komme hier nicht mal rüber. Voll gemein. Okay. Das Rätsel scheint mir auch wieder zu schwer. Kann ich hier schon nach Hause? Nee, kann ich nicht. Komm nicht mal raus. Aus meiner Lage. Ist auch nichts, was ich nicht sehen kann. Und hier? Auch nicht. Sorry, Leute. Da hinten könnte auch noch was sein, oder? Na, eher nicht. Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Irgendwie scheint es so, dass ich was Falsches drücke. Das war's vielleicht. Aha. Guck mal. Ich habe die Steuerung jetzt gecheckt. Ich falle zwar gerade wieder runter, aber ich habe es jetzt gecheckt. So, wo muss ich hin? Hier. Ich muss so weitergleiten. Das ist aber gar nicht leicht. So, ich muss gucken, dass ich hier wieder eins erwische.
Nee, dann geht's nicht mehr. Wenn ich einmal in der Höhe bin, geht's nicht mehr. Komisch. Ich muss ja da irgendwie hinkommen. Hör, wieso falle ich denn durch? Och, das Level ist nervig. Ich glaube, ich gehe in ein anderes. Ich weiß nicht, ob die leichter werden, aber das ist ja richtig nervig. Voll schwierig. Wie geht's euch mit den Levels? Spielt ihr auch Fae Farm? Wenn ja, sagt mir mal, wie es euch damit geht, weil das ist echt knifflig. Oder verstehe ich es einfach nicht? Bin so lost, dass ich nichts check. Das kann natürlich auch immer sein. So, wo ist hier das Portal? Das ist nicht aktiv. Toll. Hier ist ein aktives Portal. Hoffentlich ist es hier leichter. Okay. Oh nein. Okay. Da ist aber ein grüner Stern. Da, rechts ist der rote. Wie komme ich denn da rein? Ich glaube, da kann ich durchschlagen, wenn ich da hinkomme. Wenn ich nach rechts rüberkomme, kann ich durch die Wand hauen. Ich glaube. Okay. Dann werden wir mal den drücken. Da kommt der. Oh, okay. Aber ich komme so auch rüber. Oh. Hier ist verschlossen. Wie kriege ich den auf? Wahrscheinlich, wenn ich darüber fahre. Einmal bitte Aufzug mit dem. Fahr! Okay. Hier muss ich aufmachen. Ah, guck mal, da ist die 2. Dann müsste das jetzt aufgegangen sein. Ja, okay. Das ist eine Reihenfolge, die kriege ich auch hin. Oh, da ist ein Tohuwabohu. Mit ganz vielen kleinen Babys. Da ist auch eins. Sehr gut. Was ist jetzt passiert? Okay, hier Nummer 4. Was macht die Nummer 4? Aktiviert die Nummer 5? Okay, dann nach rechts rüber muss ich definitiv. Da ist der gute Stern. Okay, da kann ich jetzt nach oben. Hat nicht geklappt. Nochmal. Jetzt muss das halt klappen, dass ich da nach oben komme. Darf ich gar nichts drücken? Kann das sein? Ah, da kam ich ja rein. Oh, wait. Ich werde mal kurz drauf, also raufspringen und gar nichts drücken und dann gehe ich da nach rechts rüber. Tatsächlich. Okay, jetzt bin ich hier oben. Nein! Nein, 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 nein. Ich habe ihn noch angewandt. Ich habe die Nummer 5 noch angewandt. Es ist sich ausgegangen. Brauche nur meine kleine Mitfahrgelegenheit. So. Habe ich jetzt einen grünen Stern schon gesammelt? Ja, habe ich. Glaube ich. Okay. Hier brauche ich eine andere Funktion von meinem Zauberspruch. Soweit ich weiß. Strudel. Scham? Hat dir Scham geholfen? Nee. Scham hilft hier nicht. Dann war es doch Strudel? Ja. Der Strudel, it is. Weg mit den bösen Sachen. Du bist auch was Böses. Weg damit! So, alles aufräumen. Und da ist unser wohlverdienter Stern. Ja, okay. Das Rätsel war vergleichsweise richtig einfach. Irgendwo, wo ich nicht so viel rumfliegen muss. Das ist gut. So, hier kann ich raufhauen. Oder?
Nee, da hätte ich das Tohuwabohu drauf knallen müssen. Oder? Habe ich einen Zauberspruch dafür? Feenfeuer, Charme, Schlag. Nee. Das ist zu wenig. Ach Mist, den einen Stern verpasse ich. Aber ist nicht so schlimm. So, jetzt muss ich darüber. Jetzt muss ich mal gucken. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Ah, da ist eine Treppe. Da ist eine Treppe, oder? Okay, ich muss da nochmal hoch. Einmal hochfliegen. Lass mich mitfahren. Oh, jetzt ruckelt er ein bisschen. Okay. Ich muss nur hier rüber. Ja, ich habe es geschafft. Okay, und raus. Puh, ein Stern von sechs, Leute. Puh. Obwohl ich eigentlich schon zwei habe. Oh nein, es geht weiter. Oh. Okay, es ist ein Doppelrätsel. Lass mich gucken. Da links haben wir eine Belohnung. Da oben ist ein Tohuwabohu und ein grüner Stern ist hier auch. Aber es soll auch ein roter irgendwo sein. Aber das sehe ich gerade nicht. Also ein rosaner, ein pinker. Wo ist denn der? Wo ist denn der Pinke? Ist der da oben vielleicht hinter der Wand, die ich durchhauen kann? Das kann sein. Okay, Nummer 1. Anwenden. Okay. Hier draufhauen. Kriege ich ein paar Edelsteine, das ist cool. Da kann ich rüber. Okay, scheint jetzt nicht so schwierig zu sein. Was ist hier hinten? Da muss ich den Tohuwabohu draufhauen. Aber da ist keiner. Ah, Klarsicht, Klarsicht, Leute. Klarsicht. Dann taucht hier eins auf, oder wie? Nee? Leider nein. Wir wissen es nicht. Hier? Nee. Da unten ist noch ein Edelstein, aber der ist jetzt egal. Der ist eh nicht so wichtig. Okay, ich höre ein Tohuwabohu. Irgendwo ist eins in der Nähe. Oh, da ist der rosa Stern. Hä, das war ja voll easy. Ich hätte ich gar keinen Klarsichtstrank gebraucht. Hä? Alles klar. Es sollten aber trotzdem noch zwei Grüne irgendwo sein. Aber wo? Ich höre doch da ein Tohuwabohu. Irgendwo muss hier ein Eingang versteckt sein. Dafür braucht man diese Tränke, aber ich habe es noch nicht ganz kapiert, wie ich erkennen kann, wo ich durch muss oder so. Da ist definitiv eins versteckt. Das regt sich schon voll auf. Komm zu mir! Ist auch kein Durchgang. War das doch da? Vielleicht muss ich ihn provozieren, dass er hier hinkommt. Nee. Scheint nicht so. Da ist der Grüne. Okay, dann habe ich bekommen. Einer von den Grünen. So, jetzt kann ich das auch noch aufsammeln. Wo der zweite ist, wahrscheinlich hinter der einen Tür hier, da oben. Bei der Eule. Aber ich bin ganz zufrieden mit der Ausbeute. Ein pinker und ein blauer. Ja. Irgendwo da unten ist er. Man kann halt vielleicht auch hier so runter. Irgendwo. Aber ich riskiere es jetzt nicht. Wir sind hier oben. Wir haben zwei Sternchen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin zufrieden. So, nächstes Portal. Pätzchen einsammeln. Ich
zeige euch dann später auch noch oder im nächsten Part dann noch meine Blumenzucht, die ja fertig ist. Oh, so schön der Wasserfall. So schön. Okay, nächstes Portal. Da haben wir ein Rezept. Sehr cool. Eine Gewölbefackel, schön. Oh ja, die Sterne fallen. Seht ihr das? Die Sterne kommen runter. Ja, voll schön. Ich lieb's. Es ist schon wieder Nacht, Leute. Wir müssen eigentlich wieder schlafen gehen. Aber das Rätseln dauert so lang. Ich verstehe gar nicht, warum da nicht die Zeit angehalten wird. Während ich in dem Portal bin. Da schafft man eh niemals alle Portale, außer man ist ein riesen Rätselbrain. Mal gucken, wo die ganzen Portale sind. Rechts, in der Mitte, hinten rechts, links in der Mitte und ganz links ist auch noch eins. Okay. Ich werde jetzt automatisch nach Hause geschickt, weil es zu spät ist. Ein neuer Tag beginnt um 6 Uhr früh. Bei mir auch jeden Tag. So. Dann zeige ich euch jetzt meine Blumenzucht. Ich glaube, es sind noch nicht alle ausgewachsen, weil ich sie noch gießen muss. Und hier habe ich ja ein neues. Genau. So. Oh, und Melonen könnte ich auch nachpflanzen. Guck mal. Nee, nee, nee. Hier. So. X. Einsammeln. Diese Verwandlungsdünger, die packe ich jetzt mal weg. Kann ich sehr viel wegpacken. Gut. Also ich habe jetzt eigentlich schon 3 Sterne, auch wenn da steht, ich habe erst zwei. Also da oben links steht, ich habe 2 von 6, aber ich habe eigentlich schon 3. Wieso kann ich jetzt nicht pflanzen? Ach so, weil ich die auch weggepackt habe. Ach, dann ist ja egal. Eieiei. So. Rüber zum gefrorenen Bauernhof. Da habe ich ja meine Blumenzucht Blümchen stehen. Und es sieht so gut aus, wenn alle Blumen da sind, wenn alles geschafft ist. Also ihr seht schon hier, das ist noch nicht ausgewachsen. Aber das auch noch nicht. Oh, ich habe noch nicht alle. Das war eine Lüge. Ich konnte mich selber nicht mehr erinnern. Hier, ich bin drauf gekommen, dass mir die eine fehlt. Und zwar die rosane von denen. Da bin ich drauf gekommen. Aber die wächst jetzt auch schon hier. Die ist jetzt auch nachgewachsen. Also habe ich dann jetzt wirklich alle. Okay, dann habe ich es doch mit euch gemeinsam abgeschlossen, Leute. Ja, also ich habe die magentafarbene noch nachgezüchtet. Und dann ist mir aufgefallen, hä? Wartet mal, da fehlt doch noch eine. Weil da stand so eine cremefarbene an der Stelle. Und das war falsch. Aber jetzt ist sie komplett, alle Farben sind da. Und es ist ein Traum, oder? Ich lasse das, wie gesagt, auch so stehen, damit ich immer zeigen kann, oh, ich bin stolz drauf, ich habe das geschafft, ich habe alle Farben. Und das bleibt so zum Herzeigen. Weil ich kann die Blumen noch immer nicht auf einen anderen Bauernhof übertragen. Das funktioniert ja nicht. Zumindest habe ich noch nicht gepeilt, wie es gehen soll. Vielleicht wisst ihr da mehr, aber ich weiß nicht wie. Und das ist irgendwie schade, weil dann müsstest du auf jedem Bauernhof alle Blumen züchten. Das ist schon heavy. So, dann gehen wir direkt wieder ins erste Portal. Ändern sich die Rätsel? Jetzt bin ich gespannt. Bitte. Ja, die ändern sich definitiv. Gut, neues Rätsel. Okay, wow. Wir haben da ganz hinten einen blauen oder ist das ein pinker? Ich kann es gerade nicht erkennen. Aber auf jeden Fall einen Stern. Ich kann überall Buttons drücken. Okay, dann drücken wir mal einen. Ja, da öffnet sich dann die Brücke. Okay, gut. Das heißt, es ist so eine Art Labyrinth und ich muss da rüberkommen. Okay, das scheint ja auch gar nicht so schwierig zu sein. Mal hier rüber. Okay.
Okay, ich hoffe, ich komme jetzt nicht in so einen Kreis rein. Oh doch. Aha, warte mal, jetzt kann ich hier zurück. Nee. Oh, das ist ja wieder voll knifflig. Warte, ich guck mal kurz, wenn ich hier die Möglichkeit habe zum Aussichtspunkt. Okay, nur die drei vorderen Treppen sind aktiv. Alles klar. Gehe ich da nochmal zurück? Gut, da öffnet sich die. Und da die. Ist ja schon wieder komplett verwirrend. Ich brauche eine Klarsichtsgetränk. Irgendwas entgeht mir hier. Irgendwas entgeht mir hier. Schließt sich das wieder, das öffnet sich. Okay, das ist jetzt offen. Alles klar. Wenn ich jetzt das drücke, schließt sich das. Das will ich ja nicht. Aha. Hier sieht es auch so aus, als wäre hier was. Aber nee. Oh, jetzt ist es weg. Okay, jetzt sind die drei Brücken aktiv. Okay, ich habe was geändert anscheinend. Alles klar. Aber recht viel hilft das auch nicht. Nach hinten komme ich trotzdem nicht. Okay, ich probiere jetzt einfach mal rum und hoffe, dass sich irgendwann die Lösung ergibt. Okay, beide sind weg. Das ist ja gar nicht gut. Beide gehen weg. Gar nicht gut. Okay. Da geht die eine weg, aber die entsteht. Hä? Ich peil's nicht. I don't know. Da drüben ist ja auch noch eine. Ich sehe das doch. Da drüben ist auch noch was. Da komme ich irgendwie hin. Jetzt habe ich aber meinen letzten Trank. Der hält aber ein bisschen länger. Irgendwas entgeht mir hier. Das sieht nicht so aus. Doch gar nicht. Probier mal rüber zu fliegen. Okay. Das klappt nicht. War ja irgendwo klar, dass es nicht klappt. Ah, deswegen hat man dort die Einstiegshilfen. Alles klar. Aber dann muss ich vielleicht runterfallen, damit ich mehr Varianten eröffnen kann? Kann das sein? Aber keine von den Varianten hat mir da vorne die Brücke geöffnet. So, die schließt sie ja wieder. Die gehen ja nicht beide. Wait. Mach mal das. Fall mal absichtlich runter. Guck mir das nochmal an. Da vorne ist keine Brücke. Müssen alle offen sein? Also muss ich alle aufmachen? Muss ich das irgendwie schaffen? Das kann sein.
Wenn ich die drücke, geht die aber zu. Dann fliege ich zurück und öffne das nochmal hier. Dann sind beide offen. Dann sind beide offen. Wenn ich die drücke, geht die zu, aber die öffnet sich. Ja, aber wenn ich dann das links drücke, dann schließt sich dies ja wieder. Also wenn ich jetzt das wieder mache, dann schließt sich die wieder. Dann müsste ich eigentlich theoretisch wieder zurück. Okay, ich muss wahrscheinlich alle aufmachen. Muss ich aber von ganz vorne anfangen. Okay, die ist jetzt schon offen. Das passt. Die. Ja, dann schließt sich die wieder. Hä, das ist doch ein Kreislauf. Nee, beide geschlossen. Beide geschlossen. Okay. Jetzt muss ich nur mal gucken, wenn ich das hier drücke, geht was zu und auf? Das geht zu und das geht auf. Wenn ich das drücke, geht das zu und das da nach vorne auf. Hä? How? Diese Rätsel sind sehr knifflig. Hier ist ja jetzt Brücke. Keine Brücke. Ach Manno. Nee, nee, nee. Das machen wir schön so. Dann falle ich halt mal runter. Ist ja nicht schlimm. So. Falle ich nochmal runter. So. Okay. Mittlerweile habe ich rechts die ganze Seite und links fehlt noch ein bisschen was. Okay. Nicht schlimm. Das kriegen wir noch hin. Das ist voll die Gedankenverwirrung. Und ich bin way über time vom Aufnehmen. Oh. Eieiei. Ei, ei. Okay, aber da schließt sich das ja wieder. Ist ja voll doof. Das bleibt aber beides offen hier. Okay, das sind jetzt mal alle drei. Gut. Alle drei. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Jetzt ist das wieder zu. Was? Hä? Wann ist das passiert? Und was war der Auslöser? Okay, ich verstehe die Rätsel nicht. Bitte schreibt mir in die Kommentare, wie das funktioniert. Das war's mit dem heutigen Part, Leute. Wir sehen uns beim nächsten in 2 Tagen wieder. Schreibt in die Kommentare, was ihr meint zu den Rätseln. Die sind so knifflig und ich check's einfach nicht. Ich bräuchte eine Anleitung, bitte. Seht uns beim nächsten Part, da geht's weiter mit dem Rätsellösen. Ciao.